the fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. The Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Orolu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask, Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othmir, the all-knowing. Again, bless a tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between to stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Ein sehr cooles Intro mit sehr cooler Musik. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Elden Ring. So, dann wollen wir uns mal umschauen. Ich habe, wie gesagt, das Spiel noch nie gespielt. Nur mal kurz angetestet mit den Charaktersteuerungen. Wahrscheinlich das ist normal zuschlagen. Auf den Tasten kann ich die Waffen wechseln. Okay. Ich bleib mal bei Schild und Schwert. Ich glaube, das macht Sinn. Was haben wir hier? Es rennt übrigens ein Geist rum. Ist das ein anderer Spieler, der so, dass das so halb online ist? Das Blut berühren. Dann taucht da etwas auf. Okay, ist hier jemand gestorben? Die Nachricht lesen.
mag der Pfad auch zerschmetternd und unsicher sein, besiegt den Thron des Elbenfürsten. Okay. Hier kann ich noch Überreste plündern. Ein Finger. Schön. Mache ich in meiner Freizeit immer gerne Finger sammeln. Hier sind überall solche Flecken. Seid ihr bereit? Ich bin nie bereit. Aber ich lege einfach los. Eine wunderschöne Umgebung. Optisch gefällt mir das Spiel direkt sehr gut. Kapelle der Erwartung. Gibt es vielleicht hier gleich Secrets zu finden? Spieler hassen Kisten. Wie immer. Aber da scheint nichts drin zu sein. Kamerasteuerung. Habe ich schon mitbekommen. Hier ist wieder ein Blutfleck. Sehe ich jetzt eine Death-Kamera, weil hier jemand runtergesprungen ist? Ist hier jemand gestorben? Okay. Schon ein bisschen was von der Map vielleicht sehen. Oh, gibt es hier irgendwo? Gibt es hier ein paar Secrets vielleicht? Sieht alles schon sehr schön aus. Wir gehen mal weiter. Zeit für dies. Elden Ring. Und dann Erdenbaum suchen. Okay. Das machen wir. Das ist Springen. Das ist normales Schlagen. Wahrscheinlich ein größerer Schlag mit R2. Und das sieht echt schön aus. Gefällt mir gut. Wir sind Blutflecken. Oh, was ist das? Kann ich abwehren? Oh, oh Gott. Okay. Wow. Soll das so sein? Habe ich jetzt schon verkackt? Nein, ich glaube. Ich glaube, es geht weiter. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order.
Und da sind wir wieder. Wir haben eine Flasche mit Purpurtränen erhalten. Okay. Frage: Hätten wir diesen Gegner gerade eigentlich besiegen können? Es fühlte sich nicht so an, muss ich sagen. Flasche mit Himmelstränen. Okay. Ist das eine Zauberei? Weiß ich nicht. Die Höhle des Wissens liegt tief unter uns. Oh! Springt das Loch von euch hinunter, um die Höhle des Wissens zu erreichen. Dort findet ihr Informationen zur Steuerung und grundlegende Aktionen sowie andere Hinweise, die euch auf eurer Reise durch das Zwischenland helfen können. Okay, wir sollen also darunter hüpfen. Hier ist noch jemand. Kann ich dir helfen? Tapferer Befleckter. Wag den Sprung. Sollte ich vielleicht erst kurz hier hochschauen? Bevor ich herunterspringe, komme ich da wieder hoch? Ich weiß es nicht. Will auch nicht versehentlich den falschen Weg gehen. Was ist das? Gnade berühren. Verlorene Gnade entdeckt. Okay. Überreste plündern. Das machen wir immer gern. Mit dem Chromfinger des Befleckten hinterlasst ihr einen goldenen Rufzeichen. Andere Spieler in anderen Welten können euch mit diesem Zeichen für den Koop-Mehrspieler-Partei rufen. Als Chromfinger-Gast ist es eure Aufgabe, den Wirt im Kampf gegen das Gebiet, gegen den Gebietsboss zu helfen. Der Kompass an der oberen Bildschirmrand weist euch die Richtung zu dem Wirt der Finger, der euch gerufen hat. Okay, also Mehrspielermodus. Krummfinger des Befleckten. Ich glaube, wir sollen hier noch nicht weitergehen. Ich mach mal lieber den Sprung. Ich glaube, sonst überspringt man vielleicht das Tutorial. Und da ich das noch nie gespielt habe, mache ich das mal lieber. Also dann, ab ins Nass. Okay, kann ein Objekt benutzen. Das Rasten an einem Ort der Gnade stellt eure LP und FP wieder her und befreit euch von Statusleiden. Außerdem werden alle Heiligflaschen aufgefüllt. Heiligflaschen, sind das unsere Heilflaschen? Durch diese Rast kehrt der Großteil eurer besiegten Gegner von den Toten zurück. Oh, okay. Ort der Gnade findet ihr dort, wo das Licht konvergiert. Diese Erklärung erhält ihr als Informationsobjekt und könnt es jederzeit über euer Inventar aufrufen. Aha. Gut. Dann werden Gegner hier wieder hergestellt. Oh, das war nicht das. Gnade berühren. Gut, dann ist das jetzt quasi der Rückzugspunkt, nehme ich an. Da ist ein Gegner. Stirb! Das hat doch schon mal gut geklappt. Ist noch einer. Um einen Angriff abzuwehren, haltet ihr eine Waffe in der Hand, in der linken Hand oder mit beiden Händen. Schilde sind besonders effektiv für die Abwehr. Die Abwehr verbraucht Ausdauer. Verbraucht ihr alle eure Ausdauer beim Abwehren, bricht eure Haltung. Okay, also muss man auch noch aufpassen. Wir wehren mal ab. Das ist der grüne Balken. Okay, aber sie lädt sich auch schnell wieder auf. Ihr könnt gegnerische Angriffe durch eine Ausweichrolle oder einen Schritt zurück entgehen. Jede dieser Aktionen verbraucht Ausdauer. Sehe ich jetzt noch nicht, dass das Ausdauer verbraucht?
Das ist springen, okay. Da schießt einer. Ich habe doch einen Bogen, ne? Also kann ich zielen. Glaube, den habe ich nicht getroffen. Das war ein guter Treffer, glaube ich. Jetzt kommt er runter. Na, was los? Cool. Ich glaube, ich hätte vorhin regenerieren sollen an dem Punkt. Naja, wir werden schon durchkommen. Ihr könnt für jede Hand bis zu drei Waffen ausrüsten. Wie geht das denn? Und dann zwischen ihnen wechseln. Okay, führt ihr Waffen beidhändig, erhöht ihr eure Effektivität Stärke um 50% und Gegner können die Angriffe nicht so leicht mit dem Schild abwehren. Waffe wechseln, okay. Und Dreieck plus L1, R1 mit beiden Händen. Okay, das ist das und das. Dann habe ich. Ah, jetzt wehre ich mit der Waffe ab. Cool. Mach mal was. Sonst mache ich was. Ah, okay, dann haben wir das besprochen. Ah, cool. Aber dennoch ist mir das mit dem Schild lieber. Wie mache ich das zurück? Ah, ja. Ah, er wechselt direkt mit der Anvision, das finde ich gut. Kann ich hier eigentlich plündern oder sowas? Da fliegt auch immer so eine Seele zu mir. Wahrscheinlich das Zeichen für Erfahrung gesammelt. Ich glaube, in den Kisten ist nie was drin. Rüste einen Bogen aus. Das haben wir schon mal gemacht. Um Pfeile abzufeuern. Ihr könnt zwei Pfeiltypen gleichzeitig ausrüsten und dann zwischen diesen wählen. Führt ihr einen Bogen beidhändig, haltet L1 und präzise zielen zu aktivieren. Ziel genau mit R. Pfeiltyp 1, Pfeiltyp 2. Okay. Oh, hier ist. Sollte hier einer sein? Über den nach hinten. Den habe ich erwischt, würde ich sagen. Waffen haben Talente als besondere Fertigkeiten. Es gibt viele verschiedene Talente, von mächtigen Angriffen bis hin zu zeitlich begrenzten Effekten. Der Einsatz von Talenten verbraucht FP. Das nehme ich an, ist die gelbe Leiste, die wir gesehen haben. Okay, also mit. Ah, das ist jetzt mit dem Schild. Okay, was ist denn, wenn ich. Ups. Das beidhändig mache. Und dann. Oh, cool. Oh, cool. Aha. Gefällt mir. Duckt euch, um schwerer von Gegnern entdeckt zu werden. Besonders effektiv in hohem Gras. Angriff auf einen Gegner, der euch nicht bemerkt hat, verursacht mehr Schaden als normal. Kritisch sozusagen. Mit L3, okay. Schleichen uns mal an. Kriege ich irgendein Zeichen? Nö. Muss einfach richtig stehen, nehme ich an. Da vorne wartet noch einer. Da war ich noch nicht nah genug dran, glaube ich. Aber für ihn hat es gereicht. Was ist da Schönes?
Einige Angriffe können die Haltung eines Gegners brechen und euch die Chance auf einen kritischen Treffer gewähren. Mit aufgeladenen und Sprungangriffen ist es besonders einfach, die Haltung eines Gegners zu brechen. R2 halten. Okay, aufgeladener Angriff. R2 beim Springen. Aha. Dann springen wir mal. Wow. Schön, 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 schön. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr besucht habt. Seid ihr allerdings in der Nähe eines Pfahls von Marika gestorben, könnt ihr stattdessen dort wiederbelebt werden. Okay, muss ich den irgendwie aktivieren? Upp, nicht kaputt machen. Unerwartet, das hält. Was ist das denn für ein Satz? Nebel durchqueren. Oh nein. Ist jetzt schon los? Ich will dich. Wenn ihr einen gegnerischen Angriff geblockt habt, könnt ihr sofort einen Gegenangriff ausführen. Mit Abwehrkonter lässt sich die Haltung des Gegners leicht brechen. R2 sofort nach dem Block eines Angriffs. Abwehrkonter. Okay. Erstmal anvisieren. Oh, er hat mich aber auch getroffen. Okay. Während der Heilung sollte man aufpassen. Boah. Ich kam nicht mehr zum Aufstehen. Das geht ja gut los. Zum Glück waren wir gerade bei der Marika zu Besuch. Das schaffen wir schon. Marikas Fall. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr aufgesucht habt. Alle Runen in eurem Besitz lasst ihr am Ort eures Todes fallen. Oh nein! Falls ihr erneut sterbt, bevor ihr sie einsammeln könnt, sind sie für immer verloren. Oh je, oh je. Der Kompass am oberen Bildschirmrand weist euch die Richtung zu den verlorenen Runen. Also liegen die jetzt quasi da drin. Dann müssen wir es ja jetzt schaffen. Oder haben wir überhaupt schon Runen gehabt? Ich weiß es gar nicht. Okay, ich habe einen Ruhn. Jetzt bist du dran. Das wollte ich nicht. Wir haben keine Tränke mehr. Puh, das wird spannend in dem Spiel, glaube ich. Was war das? Ach, Blutflecken, sind andere gestorben. Na gut. Ah, ja, wir haben vorhin durchgeschaut. Irgendwas vergessen? Nein. Gut. Bleibt ruhig, das mache ich.
ist noch was. Überreste plündern. Stärke. Okay. Wie bist du gestorben? Aha. Gut zu wissen. Dann gehe ich da nicht runter. Ach, jetzt sind wir wieder hier bei ihm. Ja, dann war das doch richtig, dass wir hier nicht rausgegangen sind. Rot der Gnade. Und da rasten wir mal eben. Hier kann man sich die Zeit vertreiben. Ah, okay, da kann man bis Nachteinbruch warten. Flaschen. Flaschenaufladung hinzufügen. Das haben wir wahrscheinlich noch nicht. Okay. Truhe sortieren. Okay. Steinschwertschlüssel nutzen. Haben wir sowas? Anscheinend nicht. Dann kann man da wahrscheinlich nach unten. Sind wir jetzt? Kommen wir jetzt, glaube ich, in die Welt raus, ne? So. Ah. Limgrave. Das sieht wunderschön aus. Das gefällt mir sehr gut. Und dann geht's jetzt wohl los mit dem Spiel Elden Ring. Gibt's hier Blumen? Ich mag Blumen. Im Zwischenland findet ihr an jeder Ecke Früchte, Blumen, Pilze, Schmetterlinge und viele andere nützliche Materialien. Diese Materialien könnt ihr für die Herstellung von Objekten einsetzen. Ja, bitte. Wer seid ihr? Vögel. Hallo. Survival. Wow. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingehen soll, um ehrlich zu sein. Aber wir bleiben erstmal auf dem Pfad, denke ich. Das ist eine gute Idee. Ein Ort der Gnade, den nehmen wir mit. Gnade existiert, um die Befleckten zu führen und ihnen den richtigen Weg zu weisen. Selbst heute besitzen manche Orte der Gnade noch diese Macht. Ihr goldenes Strahlen werden euch den Weg weisen. Okay. Nutzt eure Karte, um eure aktuelle Position, das Terrain und die Gebäude in der Umgebung zu überprüfen. Ihr könnt eure Karte mit neuen Informationen aktualisieren, indem ihr Kartenfragmente in Seelen entlang der Straße findet. Ihr könnt außerdem leuchtende Marker frei auf der Karte platzieren, um euch beim Erkunden besser zu orientieren. Die Karte kann man öffnen mit dem, nehme ich an. Über das Kartenmenü könnt ihr euch über eure aktuelle Position, das hatten wir auch gerade, oder? Okay. Da ist bis jetzt noch nicht so viel zu sehen. Kommt bestimmt alles noch. Was ist das? Hier fliegt was los. Hallo, wer bist du denn? Tarnished, are we?
come to the lands between for the Elden Ring? Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Das klingt ja nicht so positiv. Aber wir lassen uns mal nicht entmutigen. Materialien sammeln. Immer. Untersuchen. In jedem Gebiet könnt ihr auf Märtyrerbildnisse stoßen. Diese Bildnisse dienen als Herbeirufungsserver. An diesen Orten wird es euch leicht fallen, andere Spieler herbeizurufen, die sie als Sammelpunkt für Koop-Rufzeichen und Wettkampf-Rufzeichen fungieren, die mit kleinen Bildnissen erstellt wurden. Okay. Und dann was? Kleine goldene Statue. Dankeschön. Und ich trinke mal kurz was. So, auf zum großen Erkunden. Das erste, was mir auffällt, sind gleich ein paar Ruinen. Was ist das? Oh, da ist ja einer. Ist das klug, sich dem jetzt schon zu stellen? Ach, der Gnadenpunkt ist da direkt hinter uns. Was soll's? Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Haben Sie sich verritten? Tut er mir überhaupt was? Anscheinend schon! Wow. Hm. Okay. Vielleicht sollte ich den doch noch nicht begegnen. War vielleicht eine dumme Idee. Jetzt muss ich erst meinen Körper holen und versuchen, dann zu entkommen. Vielleicht kann ich mich zu meinem Körper schleichen. Geh weg. Sieht er mich hier? Ich glaube, ich bin ja gut geschützt, oder? Wohl. Oh Gott, ich glaube, ich muss erstmal ein kleines bisschen leveln und mich einspielen in das Spiel. Puh, man wird reingeworfen. Man wird förmlich reingeworfen. Eine Rohrbrucht. Mit euch nehme ich es auf. Plündern. Flugfedern. Glück gehabt. Ein Pilz. Wie schön. Gibt es hier an der Ruine vielleicht irgendwas? Klettern? Nein, kann ich nicht.
Was ist das da? Können wir das wenigstens besiegen? Hallo? Das sieht besiegbar aus. Dann töten wir es auch. Vernichtet ihr eine Gruppe von Gegnern, füllen sich eure Flaschen wieder auf. Okay. Die Anzahl von Art der gefüllten Flaschen variiert je nach der Gegnergruppe. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es eure maximale Anzahl erlaubt. Hey, geh weg von mir. Cool. Ich habe gerade gesehen, dass wir trotz Schild dennoch Schaden bekommen. Das heißt, man muss lieber sogar mehr auf Ausweichen setzen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das üben wir nochmal. Da läuft einer, ist sehr nett. Sie da mit der Fackel, sind sie nett? Hallo? Sie sind nicht nett! Ich hätte es wissen müssen! Niemand ist hier nett in diesem Spiel! Oh, den kann ich plündern. Cool. Gottrick Soldaten Wappenrock. Gottrick Soldaten Stulpen. Und Bolzen. Ah, ich kann ja auch mal Bogen benutzen. Genau. Rissfeile. Hör auf, dich zu bewegen. Oh, das war ein guter Treffer. Ist noch eine? Das war nicht geplant. Nein, aus. Puh, man muss sich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Also ich habe eigentlich jetzt schon das Gefühl, dass ich gerne einen neuen Punkt der Gnade finden würde. Nervenkitzel. Wir sammeln erstmal, was das Zeug hält. Schlecht kann das nicht sein. Und hier fliegt Zeug umher. Kann das was? Ein Gnadenpunkt. Oh. Gott sei es gedankt. Über eure Karte könnt ihr sofort an bereits entdeckte Orte der Gnade reisen. Oh, sehr schön. Es gibt aber auch Dungeons und Orte, an denen dies nicht möglich ist. Cool. An Schmiedetischen könnt ihr eure Waffen mit Runen und Schmiedesteinen verstärken. Irgendwo im Zwischenland gibt es einen Schmied, der eure Waffen sogar noch weiter verstärken kann. Den möchte ich finden. Moment, ich kann auch erstmal an den Gnadenpunkt rasten. Dann habe ich auf jeden Fall erstmal wieder volle AP, ne? Ich glaube, ich muss nicht mal die Zeit vertreiben. Gut. You're a tarnished. I can see it. And I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carly, purveyor of fine goods. Aber denn schon was? Oh, Entschuldigung. Ja, darf ich noch mal? Still going to purchase. Über das Ladenmenü könnt ihr mit Runen verschiedene Objekte kaufen. Ihr könnt auch Objekte für Runen verkaufen. Jeder Händler hat viele verschiedene Waren. Okay. Wurfdolche. Teleskop.
Krummfinger Medizin? Hilft die meinem Krummfinger? Okay, 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 okay. Das ist dann schon der teure Stuff, ja, ja, ja. Also sind wir nach Kategorien. Okay. Kann ich denn schon was verkaufen? Nein. Einfach nein. Und dann fällt mir auch noch ein, wir haben ja auch über das Ausrüstungsmenü könnt ihr Waffen, Pfeile, Bolzen, Rüstung, Talismane und Objekte ausrüsten. Ihr könnt bis zu 3 Waffen je Hand ausrüsten. Die Aktionen jeder Waffe unterscheiden sich je nach Hand, die die Waffe führt. Okay. Genau, wir können ja, eigentlich haben wir ja noch Ausrüstung gefunden, oder? Was kann die denn? Körperlich, okay. Werte werden nicht verändert. Ah, wir haben doch auch eine gefunden. Vielleicht ist sie ja schon besser. Wo ist sie denn? Ah, hier. Okay, mit mehr Gewicht. Was? VS-Schlag und VS-Schnitt? VS-Stich? Was ist das? Blitzheilig. Ja, probieren wir es aus, oder? Ich meine, hier haben wir auch was. Komm. Okay. Da sehen wir gleich ein bisschen beschissen aus. Wunderbar. Optisch hat mir die Rüstung vorher besser gefallen. Schmiedestein. Es gibt noch viel zu erfahren in dem Spiel. Ich glaube, wir rasten noch mal kurz. Einfach weil wir es können. Und hier ist der Irre, ne? Ich lasse das mal noch. Ach ja, jetzt sind ja die Gegner wieder da. Stimmt. Mal sehen, ob ich es schaffe, dich zu erdolchen. Hier war doch noch einer. Komm hier. Sehr gut. Oh, da ist jemand. Du bist bestimmt wieder Feind. Wir werden es herausfinden und wenn nicht, dann ist das dein Pech. Ja. Überreste plündern. Eine Kukri. Wie schön. Oh, es sind noch einige Leute. Und ein Wildschwein. Greift mich das an? Hup.
Ein paar Bolzen. Komm her. Klumpenfleisch. Irgendwie wird mir das ganze Material sicherlich noch helfen. Bei manchen weiß ich noch nicht wofür, aber erstmal sammeln. Da ist wieder einer. Oh, der steht mit dem Gesicht zu uns. Na, komm her. Haha. Genießen wir das, solange wir noch die Gegner kaputt bekommen. Wie ist das? Verschwinde! Kopf einer großen Libelle? Warum nicht? Das hier machen wir mal kaputt. Ich glaube, das sieht nicht gesund aus für die Gegend. Hau ab! Jetzt machen die so ein Drama draus hier. Ih, was macht der? Das ist bestimmt nicht gesund für mich. Oh, 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 das macht meine Ausdauer, glaube ich, kaputt, oder? Oder ich bin vergiftet. Ist jetzt immer noch da? Ah. Ups. Eine Giftblüte. Und ein Streifen weißes Fleisch. Eine Schildkröte. Dich lasse ich in Ruhe. Du bist süß. Hallo. Ist das ein Köttel? Hast du den gemacht? Ich erschrecke mal bei diesen Geistern. Oh, da war tatsächlich was drin. Eine goldene Rune. Ah, jetzt haben wir so eine Rune gefunden. Aber kann ich mir die nicht auf die Waffe machen? Oder sowas? Haben die das nicht gesagt? Ausrüstung. Ups. Okay. Kann ich jetzt damit irgendwas machen? Sortieren, sortieren, Details vergleichen, Hilfe. Oh ja, Hilfe. Vielleicht nur an der Schmiede? Ich glaube, man konnte das nur an der Schmiede machen, oder? Was ist das da oben? Ist das etwas oder jemand? Ich will es wissen. Komme ich hier hoch? Natürlich nicht. Doch! Was ist das hier? Untersuchung. Oh. Führer und Torwächter, all jener, die es zu Wurzeln heimkehren. Ach, die zeigt jetzt irgendwo hin. Ach so. Oh. Blöden Vögel. Ich will plündern und nicht mit dem Finger rumzeigen. Okay, vielleicht probieren wir den mal zu folgen. Hier leuchtet auch wieder was. Mann. Material erwerben. Runenfragment. Ja, man wird wie immer bei so einem Spiel erstmal erschlagen mit einem Haufen Sachen und irgendwann findet man heraus, wofür das alles gut ist. Ich gedulde mich da immer gerne erstmal.
hab noch viele Fragezeichen über mir. Hey, Moment mal, der Strahl ist doch weg, oder? Aber ich schau mal. Oh, jetzt bin ich mutig. Das hat gut funktioniert. Was ist das hier? Ah, das sind auch solche. Oh, der hat mich angezündet. Das war bestimmt versehentlich. Was ist denn los? Der hat ja Angst. Ja, du bist untot. Tut mir echt leid. Die hatten ja Angst vor mir. Hä? Aber das sind doch Untote, oder? Ich habe nichts falsch gemacht. Ich fühle mich nicht so, als hätte ich was falsch gemacht. Aber hat das Licht nicht hier in die Richtung gezogen? Ach, da ist so tatsächlich was. Sollten wir da reingehen? Wir tun bestimmt wieder Dinge, die wir noch nicht tun sollten. Aber es ist ein Punkt hier. Sehr schön. Eine Gnade. Ah, wie schön. So, dann schauen wir hier mal rein. Hier sitzt wieder einer. Guten Tag. Eintritt bezahlen. Ein wahrer Tod bedeutet die Rückkehr zum Erdenbaum. Habt Geduld, bis die Zeit kommt, um die Wurzeln euch rufen. Wer will damit sagen, ich soll noch nicht hier sein? Ich bin nicht gerade sehr geduldig, muss ich zugeben. Oh Gott, bin ich erschrocken. Bin ich erschrocken. Oh Gott. Mein Herz. Ich will meinen Körper wieder haben. Oh Gott, mein Herz. Jetzt muss ich euch ja besiegen, ne? Komm her! Ist gerade was lang gerannt? Himmel! Und wehe, erschreckt mich nochmal. Ich will. Hier, okay. Oh Gott, 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 Gott. Ja, einer der Blutflecken ist jetzt bestimmt von mir. Ja, ich könnte jetzt zur Gnade zurückgehen, aber dann ist ja auch wieder. Ist ja auch wieder alles weg, ne? Ich ist schon wieder ein Blutfleck um die Ecke. Ich weiß ganz genau, dass hier wieder was kommt. Warum sonst sollte hier ein Blutfleck sein? Gräberhilfe. Okay. Anscheinend war doch keiner hier. Ich frage mich, ob ich jetzt schon hier sein sollte.
von einem Gerät versperrt. Da ist auch wieder ein Blutfleck. Hier ist was. Ich höre es. Ach, da oben steht auch was. Der kriegt erstmal einen in die Fresse. Na, du hässliches Ding. Gut, okay, ich habe jetzt dann keinen Trank mehr. Ich schau bloß noch in dem Raum hier. Au! Nein, nee, nee, ich gehe zurück. Ich gehe erstmal zurück. Theoretisch kann ich aber jetzt hier drin auch grinden, aber ich habe noch gar nicht verstanden, wie man jetzt großartig jetzt hier hochleveln sollte. Also ich habe ja immer wieder so eine Seelen eingesammelt. Ist das Status vielleicht? Über das Statusmenü könnt ihr eure Stufe, eure Attribute, Basiswerte und mehr überprüfen. Diese Informationen zeigen auch Änderungen an eurem Angriff, eure Verteidigung und eure Resistenz an, die durch ausgerüstete Waffen und Rüstungen verliehen werden. Okay. Das heißt, kann ich jetzt hier was machen? Schon wechseln? Aha. Einfach Ansicht. Oh. Waffe 1, okay, Angriffskraft. LP, FP, Ausdauer. Attributspunkte. Sehe ich denn irgendwo, ob ich. Also, ich bin Stufe 9. Ich glaube, ich habe als Stufe 8 angefangen. Habe ich dann da schon Attributspunkte hinzubekommen, oder? Vorhandene Runen 1537. Runen benötigt 811. Und dann ist die nächste Stufe. Oder was? Glaube ich. Ah. Und kann ich irgendwie aufleveln? Wir wissen es noch nicht. Ich erkunde noch ein bisschen weiter, bevor ich hier das nächste Mal reingehe. Ich glaube, das ist erstmal recht sinnvoll. Obwohl, die Gegner waren schon machbar. So. Aber ich würde gerne erstmal ein bisschen erfahren, wie ich vorankomme, wie ich was level. Ich würde vielleicht irgendwelche Sachen lerne. Ich glaube, das könnte mir echt helfen in dem Spiel. Wo ist er hin? Hallo. Okay, jetzt muss ich noch mal nachschauen, wenn ich die kleine Gruppe kaputt gemacht habe. Jetzt haben sie meine Rune aber nicht verändert. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ein Runenfragment. Noch ein Runenfragment. Hat sie jetzt was verändert? Nein. Was ist das? Gut, ich glaube, wir gehen mal kurz ein bisschen weiter auf dem Pfad, den wir da gesehen haben.
Schauen wir uns noch etwas um und diesen Reiter. Irgendwann will ich mich ja auch an ihm rächen. So viel steht fest. Das machen wir, wenn wir noch ein bisschen mehr HP haben. Und hier war, glaube ich, ein Gnadenstein, oder? Lass mich rein, bitte. Dann nehmen wir den erstmal wieder als Ausgangspunkt.